Hey Leute, heute zeigen wir euch, was mit eurem Körper passiert, wenn ihr Steroide zu euch nehmt und welche Folgen das haben kann. Los geht's! Nummer 5. In Deutschland trainieren über 9 Millionen Menschen im Fitnessstudio. Laut einer Studie der Universitätsklinik in Lübeck konsumieren davon 22% der Männer und 8% der Frauen leistungssteigernde Mittel. Grund dafür ist, dass viele Fitnessstudio-Besucher nicht nur fit und gesund sein möchten, sondern auch schön, schlank, dynamisch und kraftvoll aussehen wollen. Genau wie im Drogengeschäft gibt es hier Produzenten, die die Substanzen illegal zusammenkochen und verkaufen. Zu Anfang sei also gesagt, wenn ihr Präparate zu euch nehmen wollt, dann nur die auch eine EU-Zulassung besitzen, denn sonst habt ihr wirklich keine Ahnung, was da alles drin ist. Nummer 4. Eine Grundvoraussetzung für das Einnehmen der Präparate gibt es nicht. Egal ob dick, schlank, groß oder klein, jeder hat die gleichen Chancen, ordentlich Muskelmasse aufzubauen. Der Grund dafür ist der stark erhöhte Testosteronspiegel, welcher zuerst die Wasseraufnahme der Muskeln erhöht. Doch jetzt wird es bereits gefährlich. Je höher der Testosteronspiegel ist, desto höher ist die Gefahr, dass der Körper anfängt, dieses in Östrogene umzuwandeln. Dadurch kann es dann unter anderem zur Vergrößerung der Brustdrüse kommen. Kurz gesagt, als Mann bekommt man Brüste. Dieses Phänomen wird bei Bodybuildern umgangssprachlich auch Bitch-Tits genannt. Kommen wir zu Nummer 3. Neben der Gefahr, dass sich das Testosteron in Östrogen umwandelt, kann ein zu hoher Testosteronspiegel auch für verstärktes Wachstum der Körperbehaarung sowie zu Akne führen. Auch der Herzmuskel wird beeinflusst. Dieser kann bei einem ständig hohen Testosteronspiegel übermäßig stark anwachsen. Und die Nummer 2. Mindestens genauso schlimm wie die körperlichen Nebenwirkungen, wenn nicht sogar noch schlimmer, sind die psychischen Nebenwirkungen. Durch den hohen Testosterongehalt im Körper hat man eine gewisse Grundaggressivität, welche für das Training vielleicht noch hilfreich ist, aber im Alltag so manche Beziehung und Freundschaft beenden kann. Neben der Aggressivität verstärken sich auch alle anderen Charakterzüge. Warst du vorher vielleicht nur ein wenig selbstverliebt, so kannst du durch die Einnahme der Präparate zum totalen arroganten Arschloch werden. Wahrscheinlich kennen einige von euch diese Personen, die ins Fitnessstudio gehen, dann irgendetwas zu sich nehmen und sich danach total verändern. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Wie bei Drogen kann eine langfristige Einnahme von Steroiden zur Abhängigkeit führen. Setzt man diese dann ab, können neben Stimmungsschwankungen auch starke Depressionen und unkontrollierte Aggressivität die Folge sein. Langfristig schadet man außerdem der Schilddrüse und erhöht das Schlaganfall- sowie Herzinfarktrisiko. Zusätzlich besteht für Männer sogar die Gefahr der Unfruchtbarkeit, da Steroide die Spermienproduktion stören. Bei Frauen kann sich die Klitoris vergrößern und der Menstruationszyklus wird gestört. Ja Leute, natürlich könnte man jetzt sagen, das alles kann zwar eintreten, muss es aber nicht. Aber möchtet ihr das Risiko wirklich eingehen? Einen schönen, gesunden Körper kann man auch durch gesunde Ernährung und normales Training bekommen. Das dauert dann vielleicht ein wenig länger, aber ist wesentlich gesünder. Ja Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns doch mal eine positive Bewertung, dann wissen wir Bescheid. In diesem Video erklären wir euch jetzt, was Zucker mit eurem Körper anstellt. Zum Anschauen klickt einfach drauf. Und das war's auch schon wieder für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!